Moin moin ihr lieben Bäckerbellum-Freunde, ich habe Lust heute ein 1 gegen 1 zu spielen und der Iron Spitter hat ebenfalls Bock heute auf Bäckerbellum und deshalb versuchen wir uns mal so ein bisschen mit dem zu messen und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also, was haben wir denn hier? Luftspezialist, Säbelzahn, Riesenspezialist, Spezialist für schnelle Vorräte. Ich glaube, der Säbelzahn-Spezialist, der lacht mich hier an von der Kombo her. Was haben wir denn als Gegner? Wir haben einen verstärkten Spezialisten. Er hat eine zweimal Vogelspinne und Fang. Vogelspinne und Fang. Das heißt, wir ziehen das Spiel mal weit auseinander. Gehen auch, denke ich, erstmal aktiv an die Front. Damit wir noch eine Chance haben, da irgendwas zwischenzustellen. Falls da so etwas kommt wie ein Arclight oder so, also eine Rakete oder so. Also hier würde ich dann ganz gerne dann auf Dauer dann nochmal sowas machen hier. Dann könnten wir jetzt darüber nachdenken, jetzt erstmal hier in der Mitte den gleichen Scheiß zu machen und auch nochmal Balls zu holen. Oder ich überlege hier über die, also es macht ja jetzt schon fast Sinn, Artillerie zu kaufen, in der nächsten Runde über Artillerie nachzudenken. Und jetzt erstmal nochmal mit weiterem Chaff aufwarten. Und das machen wir auch. Den stelle ich erstmal hier hinter. Er ist zwar sehr defensiv jetzt. Aber ich würde hier ganz gerne so eine Art Schere spielen, dass wir hier so ein bisschen versetzt einlaufen. Da kann sogar noch einen Tacken weiter zurück. Und dann versuchen wir mal so zu starten. Jetzt wäre hier vermutlich der Chaff Clear die bessere Wahl. Weil ich komme jetzt hier durch die Fang nicht durch. Vielleicht kriegen wir zumindest den hier, das wäre ganz nett. Ja, den kriegen wir. Das ist gut. Den kriegen wir auch. Aber jetzt haben wir noch eine Menge Chaff gegen uns. Und dann werden wir mit dem Ball vermutlich eher weniger kaputt kriegen. Trotz des Debuffs wird das nichts. Sobald der Debuff nachlässt, ist das Ding ja kaputt. Und da ist es auch. Okay, also wir haben gesehen, das hier hat nicht so gut funktioniert. Ist die Frage, bringen wir direkt die Artillerie ins Spiel oder machen wir hier einen ganz einfachen Chaff Clear? Ich nehme mal das Laservisier. Und dann bringe ich hier die Artillerie mit ins Spiel. Es hat geklingelt. Ich muss mal kurz runter, aber ich lasse die Zeit mal ablaufen. Bin ich wieder? Hey, yeah, tut mir leid, dass ich euch jetzt alleine lassen musste, aber ich sehe, ich habe ja sogar noch ein bisschen Zeit und ich habe sogar noch ein bisschen Geld. Und natürlich möchte ich die Artillerie gar nicht so frontal stellen. Die soll ruhig ein bisschen weiter hinten stehen. So, was machen wir jetzt? Wir nehmen hier noch Crawler, die wir hier hinstellen. Die so ein bisschen mehr mit ins Feld ran sollen. Die hier drauf. Wow, ah, das ging noch so gerade eben gut. Okay, Wespen müssen wir uns merken, dass wir da gleich was gegen machen. Oh, mein Panzer. Den habe ich, oh Gott, den habe ich auch nicht im Kopf gehabt. Wir haben natürlich richtig missgebaut.
Das war blöd jetzt. Ach, die Türklingel. Kommt da auch immer sehr suboptimal. Sah so aus, als wenn er auf die Wespe schießen würde. Na komm. Beschleunige, das Ding ist durch. Hast du gewonnen. So, jetzt tendiere ich zu Mustangs. Jetzt tendiere ich stark zu Mustangs. Schade, ich wäre natürlich schön gewesen, wenn wir jetzt einen Mustang drauf gekriegt hätten. Ich nehme das Schild, die schnelle Teleportation wäre sicherlich auch eine gute Möglichkeit gewesen. Aber bevor ich jetzt hier komplett absinke, weil hat er das Springen drauf? Hat er. Dann passen wir nämlich auf, dass der uns die Dinger nicht hier direkt auf die Seite stellt. So. Wird die vielleicht sogar rüberstellen? Das heißt, ich mache hier auch eine Rakete. Falls er dieses Spielchen macht. Und, ja, ich würde gerne meinen Panzer eigentlich umpositionieren. Der steht natürlich jetzt total dämlich, der Panzer. Ah. Deswegen wollte ich eigentlich umstellen. So, jetzt können wir zumindest hier die blöden Wespen attackieren, weil die sind doch schon wirklich super, super nervig. Immer keine Wespen. Aber mein Saber-Zug steht noch. Das ist auch sehr interessant. Ah, das ist natürlich schade hier, ne? Hätten wir den noch gekriegt. Ach, verdammt. Komm ja einfach nicht raus. Geist vielleicht? Oh, nee, wir haben ja hier. Guck mal. Das ist doch eine wirklich, wirklich schöne Sache hier gerade. So, was wir jetzt machen, damit wir uns ein bisschen Luft verschaffen, machen wir das jetzt. Da machen wir Upgrade drauf. Stellen wir hier noch ein paar Mustangs hin. Die kriegen Luftabwehr. Ich fange mit diesem Müll hier gar nicht erst an. Die stelle ich dahin, weil falls er eine Rakete wirft, dann wird die hier nicht wieder abkriegen. Und dann machen wir das so. Dann schauen wir mal. Also das könnte ein schöner Hit werden. Also wegen jetzt, wegen den Wespen hier auf Luftabwehr zu gehen, war wahrscheinlich nicht so die optimalste Lösung. Aber mehr Mustangs auf jeden Fall, weil wir sehr viele Fangen haben. Und wenn wir die mit Mustangs wegräumen können, ist das natürlich schön. Ich tendiere gerade auch schon wieder dazu, die Artillerie zurück, also wieder rauszunehmen. Oder mehr Artillerie zu stellen, das muss ich sofort mal gucken. Vielleicht stelle ich sogar noch mehr Artillerie aufgrund dessen, dass er sich jetzt hier für den Skorpion entschieden hat. Ja, die Treffer, die ziehen natürlich nicht. Also ich komme überhaupt nicht durch. Ich habe überhaupt keinen Single-Target-Damage. Der Debuff hat es jetzt gebracht. Ja. Aber der war natürlich jetzt goldig, der Debuff. Beide eigentlich, haben beide ganz gut getroffen, die Debuffs. Oh, der hält aber was aus. Das Gute ist, ich hoffe, dass der Skorpion den killt. Komm, der Panzer, jawoll. Wir kriegen nämlich jetzt ein Upgrade.
Sehr schön. Ich glaube, ich gehe auf die Beschleunigung. So, dann wollen wir mal schauen. Also Stahlkugelproduktion lassen wir mal raus hier. Wir machen jetzt hier weiterhin Single-Target-Damage. Das heißt, also wir versuchen. Ja, also das ist ja eigentlich gar nicht Single-Target-Damage, ne, wenn es genau nimmt. Ja, sogar Mehrfach-Damage und hier nehmen wir auch noch die Zerstörung. Jetzt stelle ich hier ein Schild hin, weil ich die Schnauze voll habe, dass er mir hier ständig irgendwelche Raketen ins Gesicht drückt. Das ist schon ein bisschen nervig. Also, was jetzt natürlich passieren kann und wo mich jetzt auch rechnet, dass er das jetzt hier mit einer Rakete abfängt. Oder ein Arclight hinstellt, je nachdem. Ja, das war eigentlich auch zu erwarten. Da hätte ich besser reagieren müssen. Na komm, mach weg das Ding. Ach, das gibt's doch nicht. Oh, wie ärgerlich. Ja, aber da sieht man jetzt direkt, also bis der Debuff eben ausgemacht hat, ne? Jetzt habe ich keinen Debuff mehr und jetzt, kriege ich richtig ins Gesicht. Dass jetzt hier er jetzt nicht beschossen wird, ist auch richtig übel eigentlich. Also richtig Pech gehabt jetzt. Da hätte ich mit irgendwas anderem natürlich drauf gehen müssen. Alles klar, dann mal kurz überlegen. Also, hier wird der mit Reichweite sofort auf meine Kollegen schießen. Kann mal was ganz Wildes versuchen und hier mit versuchen mit Repli durchzurutschen. Oder ich nehme einfach noch mehr Mustangs. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist den hier. Ich versuche das jetzt. Ich versuche jetzt hier die Brechstange mit Artillerie. Da machen wir ein Upgrade drauf. Jetzt überlege ich hier die Reichweite zu nehmen. Hier fehlt mir auch Chaff. Also ich habe, ey, also tatsächlich an vielen Stellen einfach überhaupt nicht richtig aufgepasst. Da hätte ich, ich hätte einfach viel besser reagieren müssen. Okay, der Turm hat gesessen, das heißt, ein Rhino ist durchgekommen. Da ist irgendwas gekommen, was aber die Mustangs platt gemacht haben. Okay, den haben wir. Okay, also diesmal haben wir zumindest mal einen Treffer gelandet. Das auch wieder, weil wir da hinten den Turm kaputt gekriegt haben. Was ist, wenn wir tatsächlich in die Luft gehen? Dürfte doch weniger ein Problem sein. Hier gehe ich mal auf Reichweite.
Gut, nee, hier noch mehr Reichweite. Und hier die Feldpflege. Und jetzt überlege ich Reichweite oder Mutterschiff. Eins von beiden. Reichweite oder Mutterschiff. Was ich auf jeden Fall auch nochmal mache, ist hier welche hinstellen. Ich werde den Panzer verkaufen. Dann mache ich noch Reichweite. Tu mir noch ein Schiff. So, und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. So, dann schauen wir mal. Also, ich... Sieht jetzt nicht ganz so mies aus. Also, ich glaube, dass die... Flieger hier keine so schlechte Wahl waren, weil er hat nämlich nichts mehr gegen Luft. Das heißt, die Runde geht dann wohl an mich. So, und die hat ja natürlich jetzt übelst wehgetan. Ja, dann nehmen wir natürlich den Stab und schau ich mal, ob ich hier nicht versuche, einen Volltreffer zu landen. Dass ich das so mache. Der müsste dann eigentlich sogar sehr, sehr wehtun. Ich habe jetzt gerade über Mutterschiff nachgedacht, ob ich das vielleicht hinkriege. Bin mir sicher, dass jetzt die Schmelzen kommen. Deshalb nehme ich nochmal Late Schaff. Dann machen wir mal zwei Schilde. Kredit würde ich sagen. Das Schild schon mal wegmachen. Da auch schon mal das Schild wegmachen. Und hier auch nochmal ein Schild. Kann er was verkaufen? Irgendwas? Irgendwas, was gar keinen Sinn macht? Na, keine Ahnung, wir machen das so. Wir versuchen es mal. Okay, also wir haben auf jeden Fall einen Treffer gelandet. Hat er da jetzt Anti-Aberrush drauf? Nee, ne? Nee, hat er nicht. Ja, wie gedenkt er denn jetzt gegen meine Schiffe vorzugehen? Hä? Jetzt mal ohne Witz, wie will der die denn attackieren? Er kann die doch gar nicht kaputt machen. Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich nicht, ne? Das ist GG für mich. Also, ja. Also trotz einer wirklich sehr, sehr merkwürdigen Runde. Ich hoffe, ihr verzeiht es, dass ich kurz weg musste an der Stelle. Haben wir das hier irgendwie noch gedreht? Weil er nichts gegen Schiffe gemacht hat. Ich habe jetzt hier, ohne Scheiß, ich habe jetzt hier hart mit einer Schmelze gerechnet. Dass er mich hier versucht, mit einer Schmelze zu kontern. Aber gut. Wir nehmen das einfach mal mit. Ist ein Sieg. Schön, bisschen schwierig, aber nimm mal mit. Okay, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.